Willkommen zurück zu einer weiteren Runde The Forest mit meinen reizenden Assistenten. Hallo. So, was machen wir jetzt? Erstmal essen und trinken, würde ich sagen. Ah, okay. Essen und trinken. Wir haben nichts mehr zu essen und trinken hier. Die ganzen Sträucher sind leer. Und auch noch Trockenfleisch. Wir haben auch noch Trockenfleisch. Das gute Trockenfleisch. Sind deine nicht schon vergammelt? Weiß nicht. Weil meiner sieht so roh aus und deiner sieht so, weiß ich nicht, aus. Naja. Egal. Ja, ja. Und ich beiße dann das nächste Mal rein und dann, lecker Gammelfleisch. So, ich würde sagen, ich mache mich jetzt auf, hinten zu den Boot zu bearbeiten. Okay. Und was du? Was ist hier mit den Fallen? Ja, die Fallen. Willst du erst die Fallen fertig machen, oder was? Ja. Hoppala. Danke. Na gut, dann machen wir halt erst die Fallen, aber dann brauchen wir ja relativ viele Stöckchen. Dann müssen wir nur runter Stöckchen holen. Ach je. Ja, du hast ja jetzt gesagt Fallen. Nee, deshalb nicht. Sondern? Die Katze hat sich endlich entschieden, nicht auf meinem Schoß zu sitzen. Ja, du bewegst dich einfach zu viel. Das ist das Problem. Darfst du dich aber nicht beschweren, dass ich nicht mit ihr kuschel, ne? Das wird ja trotzdem gemacht. Bambis! Du und deine Bambis. Das ist einer meiner Lieblings-Disney-Filme, ja? Ja, und? Trotzdem du und deine Bambis. So, der ist noch nicht fertig, da darf ich noch rüberlaufen. Hier fehlen noch Loks. Hier fehlen wir müssen noch irgendwie Stoff besorgen, ne? Ja. Haben wir hier ein Dorf in der Nähe, da müssen wir einfach nur kurz ein bisschen abgrasen. Und jetzt kehrt doch mal auf, du blöder Stein. Ja, willst du denn jetzt lieber eher Stoff machen, oder was? Also, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, gibt's nicht. Na komm, dann lass uns jetzt mal die Dörfer abklappern. Oder sind die Stöckchen hier schon fertig? Nee, die Stöckchen. Wir brauchen noch 238 Stück. Ich meine, bei den Fallen. Ne, wir brauchen noch 238 Stück. Das sind nur noch die Stöckchen von den Fallen. Ach so. Und du hast doch gerade gesagt, lass uns erstmal die Fallen fertig machen. Hinten das, das Boot und so weiter, das braucht nur noch Baumstämme. Und ein paar Baumstämme brauchen wir auch nur noch für die Fallen. Aber Baumstämme sind ja nicht das Thema. Wir haben ja hier ein Dörfchen, das, da ist ja immer viel Dings Stoff gewesen. Ja, dann komm doch jetzt endlich mal. Ich komm doch schon runtergerutscht. Ja, schneller, 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 schneller. Hutti, 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 hutti. Wo rennst du jetzt hin? Ich dachte, du wolltest zum Dorf. Ja, dahin, wo du nicht rennst, anscheinend. Okay, wo willst du hin und wo will ich hin? Wir können uns auch aufteilen, so ist es ja nicht. Ja, wäre das nicht ein bisschen doof? Kriegt man das nicht doppelt? Das Meine ich ja, dass das denn doof wäre. Also wo willst du jetzt hin? Na da, Frau, zu dem Dorf. Ja, und ich wollte da zu dem kleinen Dorf. Nee. Also. Okay. Das hört sich schon mal ganz gut an. Da sind schon mal wieder ein paar Fallen durchgegangen. Da hängt aber keiner. Verdammt, ich dachte, ich krieg's hin. So. Hab dein Fauxpas repariert. Das hätte ich jetzt auch selbst gemacht. Musst du mir nur mal kurz Stöckchen holen. Ach. Wir haben Besuch. Ja, ich sehe schon. Hallöchen. Aha. Deine hat sich's auch gleich bequem gemacht. 5 Schläge in die Luft. Oh.
Okay. So, wo ist der nächste? Wir hatten eben noch mehr. Also ich habe vor mir noch einen. Ich renne jetzt schon zum Dorf. Ich weiß zwar nicht, was du da rumplünst mit den Eingeborenen, aber ich gehe zum Dorf. Ja, ich gehe ja schon. Mecker, mecker, mecker. Dafür trinke ich jetzt einen Schluck. Okay. Boah, seid ihr unhöflich. Ja, klar. Erstmal anbrüllen. Oh, ich habe drei Freunde gefunden. Drei Freunde? Ach, die schon wieder. Das sind aber mehr als drei Freunde, ne? Ey, der vierte war gerade noch nicht da. Das sind fünf. Zählen lernen wir nochmal. Ach, Mausi schlägt mich schon wieder. Ich wusste gar nicht, dass man Stein rauffallen kann. Der kann das. Oh, Nippelolle. Na gut, fress erstmal den anderen da auf. Hast du genug Zeit? Und jetzt schlitze ich dich eine Runde. So, ich habe drei. Da ist nur eine. Eine? Sorry. Ja, gut. Die, ja, genau. Hau ab. Tschüss. Die kann gehen. Die muss ich doch noch fortpflanzen können. Können die das überhaupt? Ich weiß das nicht. Anatomisch gesehen, ja. Ja, aber hast du praktisch schon mal bei den Männern Pillermann gesehen? Nein. Siehst du? Warum habe ich jetzt hier schon wieder das Bild von Timmy? Das hatte ich doch schon mal. Ach, Mensch. Da ist schon wieder ein neuer. Ja, komm her hier. Kurz mal wieder ein bisschen so und dann... Aua. Seit wann sterben die so schnell? Ich habe keine Ahnung. Liegt vielleicht an deiner Befärbung hier? So? Ich habe keine Ahnung. So, jetzt sind wir die Obermacker hier. Uka, uka. Haben die Oberfärbung drin. Ja, aber hier gibt es irgendwie kein Stoff mehr so richtig für mich. Doch, für mich schon. Hier hängt was. Ja, aber bei mir hängt da überall nichts mehr. Nur noch alte Klamotten. Nochmal alte Klamotten. Ah, da haben wir schon so ein schönes Symbol. Stoff. Da haben wir noch zwei Symbole. So, und sonst nichts. Na Mädel, alles klar? Hier liegt noch Benzin für dich. Ja, Sekunde. Sie wollte mich gerade anbeten. Dann schlachtest du sie auch noch? Ja, natürlich. Lass mich hier doch nicht anbeten. So, wo ist Benzin? Ja, da in dem Zelt. Ich sehe hier kein Benzin. So. Ich weiß zwar nicht, wo du schon wieder Benzin siehst, aber ich habe da kein Benzin. Komm, guck auf mein Bildschirm. Ja. Da liegt kein Benzin bei mir. Da ist nichts. Warte mal. Na, aber. Sie ist gerade im Inventar. Hast du keinen Anstand oder was? Dann teilen. Da. Oh, danke schön. Na, ich habe wieder das Handsyndrom. Hm. Aber immer noch nicht teilen. So schön wie du. Wett. Ja, ist ja jetzt gut, Mausi. Ich habe doch noch Benzin, so ein bisschen. Na. Bei mir liegt da zwei. Ach so.
Ja, aber wir wollten doch eigentlich Stoff sammeln und nicht Benzin sammeln. Ja, das war doch voll nicht. Ich hab doch gehört, du hattest so wenig. Jetzt habe ich 2 Kanister, ja. Siehste. Und Stoff! Mehr Stoff. Wie habe ich jetzt? 8. So. Will mal Tab drücken, um ins Inventar zu gehen. Ich habe 33. Ich habe ein Seil gefunden. Oh mein Gott. Hier liegen noch mal, hier hängen noch mal 2, 3. Aber hier haben wir ja schon fast alles aufgemacht. Ich glaube, wir haben eine Schildkröte verärgert. Schon wieder. Warum tun wir sowas immer? So, die schönen Bierdosen nehmen wir uns auch mit. Ey, ich habe nochmal 2 Seile gefunden. Hey. So, ich bin auch wieder voll hydriert. Ich glaube, die sind hier ausgewandert aus dem Dorf. Neue Pflanze entdeckt. Schon wieder. Neuer Lizard entdeckt. Hast du die Sodas auch gefunden, die hier liegt? Ja. Ja, 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 ja. Aber da, da liegt noch Stoff. Da liegt noch Stoff rum. Also ich habe jetzt 4 Seile schon. Ich glaube, das Maximum war 5. Letztens hast du zu mir gesagt 4. 4? Ja. Dann waren es halt 4. Und ich habe nochmal Batterien gefunden. Und nochmal Snacks. Hier war nochmal Dynamit drin. Ja. Habe ich ja alles abgelegt. Kann ich gleich wieder mitnehmen. Und hier war wieder ein Computer drin. Den kann ich aber nicht mehr aufheben. Ja, viel ist es hier nicht. Nur Tennisbälle. So, ich hab das gesehen. Hast du gar nicht. Hast du gar nicht. Ich glaube, jetzt können wir schon wieder zurückgehen. Was? Das wollte ich nur. Achso, das sind aber ein bisschen wenig, ne? Meinst du? Naja, ich bin jetzt bei 16 Stoff. Ich bin bei 53. Plus 4 Seile. Ja gut, dann lass uns erstmal wieder zurückgehen. Ich würde jetzt da keine Erkundungstour draus machen. Ach so. Naja, für mich sind die meisten Lianen hier, wo die immer Stoff draufhängen haben, leer. Ah, hier. Ich habe noch einen gefunden. Also nochmal 2. Ach, bei mir hängt da auch noch was. Das meiste kriege ich halt momentan echt aus den Symbolen, die sie hier aufstellen. Ne, mehr sehe ich jetzt hier nicht. Nur tote Leichen. Überall tot. Tod und Verfall. Bist du denn noch dahin? Ich laufe schon fast wieder nach Hause. Nimm mir sogar jemanden mit. Okay. Spielkameraden, ja? Ja. Du kannst nicht mehr Stöcke tragen. Sie, er oder divers? Was habe ich jetzt mitgenommen? Irgendwas, was Muscheliges. Sieht aber aus, als wenn es eine Glatze hat. Keine Ahnung. Er hat es Nippel oder hat es keine Nippel oder ist es divers? Ich weiß es nicht, es ist divers. Es gibt ja eine Gattung von diesen Menschen, wo ich jetzt nicht beurteilen könnte, was das jetzt ist. Männlein oder Weiblein. Ja, also. Mir ist es egal, es kommt auf den Grill und dann ist gut. Ich dachte, du isst sowas nicht. Nö, lass Knochen draus machen. Naja. Ich mach mal hier die Pfeile wieder, Gansi. Die Pfeile? Die Fallen, nicht die Pfeile.
Entschuldigung. Alles gut. Entschuldige dich doch nicht. Ich gehe jetzt erstmal oben alles soweit ansetzen. Mhm. An Stöckchen, die ich jetzt mitgenommen habe. Und an Stopp. Ich brauche jetzt meinen Stopp ganz alleine. Mein Stopp. Komm doch gleich, Mensch. Mein Stopp. Mein Stopp. Nee, ich weiß. Du hast den Witz mit Stoff nicht verstanden, oder? Doch, jetzt schon, wo du es mir gesagt hast. Lass mich. Auch ich muss nie immer gut drauf sein. Nee, doch, musst du. Nee. YouTuber müssen immer happy sein. Ja, wie und gut, du bist dass ich jetzt, keiner bin, wa? Du bist jetzt einer, so. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Oh, da kannst du dich gegen, du. Nö. So, erste Falle fertig, zweite Falle fertig und jetzt muss ich wieder neu machen. Ja, ja, komm, alles entfernen machen wir dann einfach. Immer die schöne G-Taste. Ich kann nur noch zwei Fallen insgesamt machen. Also hier noch eine. Und, oh, die ist schon fertig. Die scheint auch schon fertig zu sein. Die braucht noch Baumstämme. Die brauchen wir. Dann sammle ich gleich Stücke, oder? Wenn ich mal unten bin. Ja, aber denk dran, du wirst unten ordentlich attackiert, ne? Lach die aus. Mich doch mit denen unterhalten, das weißt du doch. Ach so. Na dann unterhalte ich mal. Und wir sind uns immer nicht einer Meinung. Ach so, ja, so ein Problem ist das. Kenne ich. Da habe ich mit dir auch öfters mal. Ja, bloß wir schlachten uns nicht gegenseitig ab. Och doch, manchmal so richtig so schön, ne? Und dann so ein, das darf ich halt bei YouTube nicht sagen. Was darfst du bei YouTube schon wieder nicht sagen? Du deutest das immer an. Das ist. Ich sag mal jetzt, um das harmlos zu sagen, Mädchenfight. Mädchenfight. Haare ziehen. Du meinst einen Schlampenkampf. Ja, das wollte ich aber nicht sagen, danke. Ja, aber das ist ja nicht so schlimm. Ja, man weiß immer nicht, was man sagen darf und was nicht. Ja, doch, das habe ich ja schon mehrfach jetzt gesagt, was du sagen darfst und was nicht. Dann stehen wir mal voreinander und machen dann mit dem Sinn zu fuchtel fuchtel. Nicht? Nee. Ach, fallen harte Schläge, ja. Ja. Dein Fuß in meinem Gesicht. Hä? Das sind harte Schläge. Ah ja. So habe ich dich nachts wieder geprügelt, oder was? Jo. Nee. Machst du doch jedes Mal. Entschuldigung. Erstmal Kung-Fu-mäßig das Bett verteidigen. Kung-Fu-Panda. Nee, die, mit einem Panda wäre das nichts zu tun. Das wäre ja noch süß und knuffig gewesen. Das sind schon richtige Bruce Lee-Filme, die du nachahmst. Ich krieg das immer nicht mit. Ja, aber ich habe da meistens die blauen Flecke, ne? Ja, dafür habe ich ja das Problem nicht, ne? Ich trete dich und ich habe dann hinterher die Schmerzen. Wo finde den Fehler? Oh, heute Abend erstmal ordentlich meinen Mann verprügeln. Mmh. Scheiße, ich habe schon wieder blaue Flecke. Oder was? Ja. Ja. Ist ja nicht so, dass ich immer auch gegen Türklinken und Tür laufe. Nee. Jetzt steh dich mal tollpatschiger hin, als du bist. Ja, komm, weißt du, wie oft ich auf Arbeit gegen meine Werkbank latsche? Die Werkbank ist magnetismusmäßig drauf. Deswegen läufst du da mal gegen. Also ich bin froh, dass ich kein Mann bin, weißt du? Weil ansonsten hätte ich nämlich dauerhafte Eierschmerzen. Ja gut, das ist ja wieder was anderes. So. Ich geb's zu, ich bin tollpatschig. Wow, sie ist tollpatschig. Ja. So schlimm. Viel zu schlimm. Leider gehen ja auch die meisten Tellerbrüche auf meine Kosten. Oh, wie viele Tassen du schon alleine weggemacht hast. Hui. Die guten Turtle-Tassen. Die mega guten. Und Mausi jetzt alle aufgewiss. Ich hab sie aber jedes Mal wieder ersetzt. Ja. Ist ja nicht so, dass ich dann gesagt habe.
Na, aber jedes Mal habe ich eine Tasse mehr gekriegt. Der Tassenschrank ist halt dadurch auch voll geworden, ne? Ja, eine Das war ja dann das ganze Problem daran. Wir brauchen größere Küchenschränke. Wir brauchen eine größere Küche. Die auch noch, oh Mann. Aber mir ist lange nichts mehr runtergefallen. Ach so. Jetzt muss die jetzt wieder für neu, ne? Also ein paar Glasbrüche können wir uns weiß zurück, also von unseren Gläsern. Das ist ja nicht so schlimm. Davon haben wir genug. So. Holz holen. Wie sind wir jetzt eigentlich nochmal aufs Thema gekommen? Ich habe keine Ahnung. Wir schweifen immer, wenn wir spielen, schweifen wir extrem ab. Ich glaube, das war wegen den Eingeborenen, dass du dich mit denen unterhältst. Ja, ich glaube, das war irgendwie der Anfang. Das war mal der Anfang der Geschichte, meine lieben Kinder. Am Anfang war das Blümchen und das Bienchen. Das Blümchen und das Bienchen. Oh Mann. Ganz ehrlich, ja. Ich hatte damals wirklich so einen Sexualkundeunterricht und ich habe mir so gedacht, so, okay, schön. Von Bienchen und von Blümchen. Komm, du hattest schon früh die Erfahrung, dass, ja. Ich war halt ein Frühstarter, oder? Ja, genau. Schneller ans Ziel kommen. Die Freuden des Körperlichen entdeckt. Ja, hat ja auch Spaß gemacht. Ja, verzweifelt ja auch nicht. Aber ich glaube, ich war damals der Einzige in der Klasse, der das mit den Bienchen und Blümchen überhaupt verstanden hat. Hast du dich nicht drüber totgelacht, ja? Auf eine Art ja. Weil das war wirklich so Kindergarten, also es ist wirklich so, wenn Bienchen und Blümchen, ne, sich vereinen, dann gibt's, ne? Ja, wenigstens haben sie nicht das mit dem Storch erzählt. Ja, die Storchtheorie, da bin ich geheilt von gewesen. Ja, definitiv, wenn du das schon gemacht hast, ja. Alter. Ich muss sagen, mich hat es so früh noch nicht interessiert. Ja, aber später wurde es dir immer wichtiger, wa? Ja. Man wird halt reifer und älter. bist du gedacht. Ey, oh, Cheetah! Wieso Cheetah? Läuft erstmal ganz gemütlich durch die Falle, weißt du, und läuft rückwärts und löst die Falle aus, ohne dass ihm was passiert. Ja, er kann's halt, ne? Ja, er kann's halt. Aber wann bringst du denn hier endlich mal die ganzen Ropes hier, die Seile. Ich komm gleich. Ich hab hier gerade Besuch. Du hast immer Besuch. Und wieder unterhältst du dich lieber mit den Ureinwohnern da, anstatt mit mir. Das ist doch schlimm, ey. Das war jetzt auch eine schlaue Idee, meine Axt. Ach, schade, der ist nicht eingeladen. Meine Axt anzuzünden. Ah, aua, ah! Ich bin immer noch nicht feuerfest. Okay. Mausi macht schon wieder irgendwelche Verrenkungen da hinten. Und ich friere mir hier oben den Ast ab. Ach, Moment. Ich bin noch einfach so und dann hat sich das auch erledigt. Shit. Hoppa. Ah, nein, Hilfe. Ah, das ist so was scheiße. Was hast du denn jetzt gemacht? Hilfe? Ja, ich bin unterwegs, aber was hast du gemacht? Ja, weiß ich, ich wollte einen Typen hauen, weil so ist es halt Brauch unter uns, ne? Also? Erst schreien wir uns an, so und dann machen wir verstehst du? Und dann habe ich die Falle kaputt gemacht. Und das hat mich dann in die Luft geschleudert. So machst du Fallen kaputt. Weil der da rüber gehopst ist und ihn wollten kaputt machen, ja, ist er selber reingelatscht. Mann, ist der blöd. Tut mir leid. Ich wollte mal fliegen lernen. Ach so.
Oh, ich lebe wieder. Ich lebe. Oh. So, welche Falle hast du jetzt kaputt gemacht? Autsch. Was ist Autsch? Irgendwie hat es mich gerade zersimmelt. Wahrscheinlich Kälte? Ach, hier hat sie die Falle kaputt gemacht. Oh Gott, Maus. Entschuldigung. Die kriegst du doch hier nicht wieder rein. Das ist genau dasselbe wie mit denen da oben. Du bist mir eine Ratte, du. Tut mir doch leid, Mensch. Ja, ich hab doch gesagt, du musst aufpassen hier. Nicht Nahkampf machen. Das war doch nie mit Absicht. So, jetzt müssen wir die hier irgendwie... Jetzt kriegst du die nämlich hier nicht mehr rein, weil... Na doch, hier so, aber... Ach, du findest einen Weg. Das, Ja, jetzt ist da zwischen jetzt auch wieder auf. Oh Gott, Maus, was machst du hier? Ich hab doch gesagt, ich bin allein, Mensch. Ja, schlimm mit dir da. Spielen verbieten sollte man. Ja, okay, ich gehe schon offline. Wiedersehen. Och, Maus. Ohne euch gekannt zu haben. Maus, jetzt reicht's. So. Sah aber lustig aus, wie ich in die Luft geflogen bin. Das hat mich gleich an meine Lochszene erinnert. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Aber bloß, dass ich diesmal nicht überlebt habe. Nur noch 4 Baumstämme. Eieieiei. Du machst Sachen hier. Machen Sachen, Sachen machen. Na. So. Jetzt muss ich das alles hier mit Steinen wieder auffüllen hier. Schlimm. So, Baumstimme haben wir. Ui, ist das windig hier. Bin so laut. Ich hab hier auch schon wieder nichts zu essen hier. Mensch, ich wollte doch vorhin was essen, anstatt hier runter zu rennen und dir zu helfen. Entschuldigung, das nächste Mal kannst du mich gut sterben lassen. Okay. Das werde ich mir merken. Nein, bei dir dann auch. Ja, okay. Wehe, wenn nicht, ne? Wehe, ich lebe danach wieder. Du meinst gut. Ich würde für dich in die Bresche springen, weißt du, und du? Nee, ich doch nicht. Bin doch Ego, weißt du doch. So. Jo. Ja, jo. 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 Ach nee, Stöcke brauchen wir ja gar nicht. Wir brauchen ja jetzt nur noch die Stämme da. Und Steine. So, Falle ist wieder einsatzbereit. Jetzt brauchen wir nur noch die Steinchen drauf machen und dann passt das. Okay, okay. Der ist hier wieder sicher. Sieht zwar jetzt mega kacke aus, weil wir uns da jetzt schon mehrere Fallen kaputt gemacht haben. Ach, das ist ein Gerücht. Achso. Ich brauche unbedingt was zu essen. Können wir dann gleich schlafen gehen? Ja. Bin auch schon längst am Verhungern. Ja, da kommen sie schon. Ah, klappt's jetzt oder klappt's jetzt nicht? Na, siehste, klappt doch. Umkreischen hilft dir nicht. So, wollen wir dann nach oben gehen? Ja. Essen? Dann kannst du in der nächsten Folge das hier fixen. Nimm aber von oben die Steine. Oben sind deutlich mehr Spawns. Bei uns. Jo. Kommst du? Ja, ich habe nur wenig Ausdauer. Ja, die habe ich auch. Sollte man als Mann aber nicht zugeben. Hm.
Für die Ausdauer reicht es. Rennt er mich hier um? Wer rennt dich um? Na du? Ach Quatsch. Quatsch mit Soße. Sind sie drauf? Aber lieber eher Kartoffeln mit Soße. Gibt aber keine Kartoffeln mit Soße. Wir sind ja nicht bei Wünsch dir was. Das ist ein Hardcore-Survival-Game, ja? Hab schon härteres gespielt. Und an was härterem gespielt und oh Gott. Du hattest an was härterem gespielt, aha. Mhm, mhm. Ja. Das Mausi hat schon mal an was härterem gespielt, ja. Kauf dir das bloß nicht ab. Sie ist Härteres gewohnt. Ja, ich bin Härteres gewohnt. Gut, aber nichtsdestotrotz machen wir jetzt hier an dieser Stelle einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis denn. Gute Nacht.